Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. In der letzten Folge hatten wir ja unsere profitabelste Linie aufgebaut, und zwar unser Flugzeug. Dafür haben wir als erstes mal irgendwie 12 Millionen Schulden aufgenommen. Habe ich jetzt zwischen den Folgen alles abbezahlt. Also in der letzten Folge hatten wir schon auf 5 Millionen, glaube ich, irgendwie so in dem Dreh abbezahlt. Jetzt auch den Rest nochmal. Der Profit läuft auf jeden Fall. Außerdem hatte ich zwischen den Folgen hier nochmal eine Busspur hinzugefügt, damit die ganzen Busse etwas schneller vorankommen. Gibt ja zurzeit noch nicht ganz so viele Autos, aber eben halt trotzdem. Wenn irgendwann mal welche kommen, habe ich jetzt den Vorteil mit den Busspuren. Ich habe das Ganze hier nochmal ein bisschen verschönert, damit das auch ein vernünftiger Kreis hier ist. Mit einer schönen Bushaltestelle. Und was mir tatsächlich mittlerweile aufgefallen ist, diese Bushaltestelle ist einfach unheimlich voll. Deshalb habe ich auch nochmal die Busse ersetzt. Die können jetzt zwar eine Person weniger transportieren, aber sind dafür deutlich schneller. Können ja durchgehend 50 km/h fahren. Und das lohnt sich dann am Ende schon. Außerdem haben die auch nur noch eine Emission von 70. Die vorherigen hatten eine Emission von 74. Wenn man sich jetzt mal hier das Emissionsdiagramm ansieht, ist es auch schon deutlich weniger geworden. Hier ist ja kaum überhaupt was. Natürlich hier unten an der Straße alles komplett stark mit teilweise Wert von 90 oder so. Aber da hinten ist es eben halt doch schon nur sehr, sehr gering. Deswegen wäre mittlerweile auch eine gute Qualität für den Emissionswert haben. Jetzt müssen wir eben halt nur noch die überlasteten Stationen wegbekommen. Dafür, also hier haben wir es schon tatsächlich geschafft, das war auch teilweise eine überlastete Station. Aber die Flugzeuge sind eben halt immer noch komplett überlastet, obwohl ich mittlerweile schon ein größeres Flugzeug dazu gepackt habe. Haben jetzt eine Leistung von 45 auf eine Rad von 40. Es wird hier auch einfach jedes Mal voll. Ist einfach ein reiner Betrieb. Außerdem, in München hat sich auch noch was geändert. Da ja hier die Station häufig sehr, sehr überlastet war, habe ich mir gedacht, ich mache nicht nur eine Linie hier in Hamburg, sondern ich habe eine Linie, die im Prinzip normal hier durchfährt, und eine reine Expresslinie, die vom Flughafen nur einmal ins Wohngebiet fährt, wodurch tatsächlich, glaube ich, auch nochmal der Emissionswert etwas gesenkt wurde. Ich weiß aber gar nicht ganz genau. Ja, hier wurde immer nochmal etwas rausgeschafft, vielleicht ein bisschen, auch wenn es nicht viel ist. Und hier muss ich auch mal den Unterhalt etwas hochstellen. In dieser Folge wollen wir uns ja um die Personenverbindung nach Selk kümmern. Dazu sollten wir als erstes mal gucken, wo hier denn überhaupt die Wohngebäude sind. Die sind hinten. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ich denke mal, ein Kopfbahnhof wäre hier am besten. Den Bahnhof will ich da nicht nehmen. Ich nehme lieber einen spezifischen. Und ihr seht, die Einnahmen laufen wirklich extrem. Hochgeschwindigkeit, zwei Gleise, packe ich schon mal so hin. So ist es am besten. Platzieren wir den mal dahin. Und dann können wir hier auch eine Straße schön hinbauen. Hier vor würde ich mal so eine Straße, glaube ich, ziehen. Die dann hier rauf fährt. Die können auch mal upgraden hier, by the way. Die etwas größer ist. Das Ganze können wir dann auch vielleicht nochmal nach dahin verbinden, wenn es möglich ist. So ist es möglich. Und dann müssen wir hier zwischen eine Station bauen. Würde ich sagen, bauen wir es da rein. Und dann können wir es noch natürlich weiter konfigurieren. Mit weiteren Terminals. Ah, da passt es nicht mehr ganz. Aber größtenteils geht's. Dann passt das. Wir haben auch schon einfach 8 Millionen jetzt gerade eingenommen. Also sieht der Bahnhof auf jeden Fall ganz gut aus. Hochgeschwindigkeit, Oberleitung natürlich. Bauen wir es hier auf dem Gleis. So würde ich sagen. Und dann können wir es hier anpacken. So, haben wir das bis dahin. Ich werde erstmal nur eingleisig arbeiten, bis wir irgendwann mehrere Loks haben. Hier passt es auch leider nicht ganz die Kurve. Aber
da wir noch keine ganz so schnellen Züge haben, passt das erstmal und können dann von hier aus wieder die kleine Landstraße rüberführen und sagen so bis hierhin und dann so rüber. Erreiche 10 Millionen, easy. War aber, glaube ich, gerade nur ganz, ganz kurz. Die Städte sind auf jeden Fall wieder verbunden. Jetzt sind wir aber auch wieder konstant bei 10 Millionen. Das sieht sehr, sehr gut aus. So, dann müssen wir hier die Strecke weiterführen. Können wir die ganze Zeit hier so ranpacken. Also hier brauchen wir eine neue Brücke. Aber ich muss sagen, es hat tatsächlich sehr, sehr lange gedauert, bis wir jetzt zu diesem Stand sind, wo wir keine dauerhaften Schulden mehr haben. Ich werde kurz Pause machen. Die Brücke abreißen und dann eben halt die neue daran bauen. Kann ich dann auch etwas höher eigentlich bauen als die vorherige. So bis dahin. Und hier kann ich auch nochmal das abreißen. Nehme ich aber die hier. Teuer ist jetzt 827.000. Das geht ja. Weil ich kann auch die erstmal nehmen. Braucht denn nur die andere. Brücke die schnelleren Gleise. Die hier, um genau zu sein. Da können wir hier durchfahren. Sehr, sehr gut. Und dann brauche ich hier auch nochmal ein weiteres Terminal. Sehr gut. Dann haben wir das jetzt auch fertig. Unseren kleinen Bahnhof. Müssen wir nochmal mit den Linien schauen. Wo wir das als erstes vielleicht machen sollten. Das ist ja unsere Linie, die so einmal durchgeht. Und wie weit ist denn das verbunden? Ist ja teilweise damit verbunden. Könnte eine Expresslinie einmal hier so durchmachen. Dass alle drei mitnimmt und dann könnten wir hier den aus dem Ort wegmachen, den Hafen. Fährt der hier nur bis zum Mühlenweg und da fahren dann auch die ganzen anderen durch. Auch eine neue Linie und zwar Berlin Doppelpunkt Bus Express. Die Linie startet da hinten, geht einmal hier durch, dann dahin und dann wieder zurück darüber. Ich glaube, das müsste so passen. Vielleicht müsste da noch ein bisschen mehr dahin bauen,
Aber das hat dann auch später noch Zeit. Eine Fahrzeuge kaufen, würde ich sagen, erstmal zwei Stück. Beiden. Berlin Bus Express. Und eine neue Linie. Wir nennen wir eigentlich den Ort hier hinten. Selk. Dann ist das hier. Braunschweig. Jetzt einmal alles umbenennen. Das ist Berlin. Das ist Bahnhof. Nee. Hauptbahnhof. So. Beinahe heißt Berlin, oder? Ja. Neue Linie. Berlin. Braunschweig. Zug. Berlin-Braunschweig Zug. Und da nach da hinten konnte ich halt verbinden. Den hier. Ach so. Ja, logisch. Logisch, warum? Sagen wir, packen das auf das erste Gleis hier. Und die Gleise sollten wir hier vielleicht auch nochmal verbinden. Ein kleines Gleisvorfeld haben. Und dann brauchen wir einen Zug. Wie wir aber erst eigentlich ein bisschen Geld brauchen. 120 km/h können die Züge. Würde ich sagen, kaufen wir die dann. Können uns auch Geld leihen. Dann kann er fahren. Sieht gut aus. Preis nicht gut. So ist er gut. Und das dann auf Berlin-Braunschweig Zug. Und auf geht's. Schön im Wald hier. Braucht zwar noch keine Oberleitung, aber ist ja auch egal, ne? Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir uns dann dort auch nochmal um ein bisschen Werkzeugproduktion zum Beispiel kümmern. Und ich würde auch sagen, das war's jetzt mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Ciao.